Als die Sklaventreiberinnen einfallen, wird alles anders. Die florierende Kultur wird erobertes Land. Sklaven schuften und dienen den neuen Herrinnen bis in den Tod. Nur, um dann sofort durch neue Opfer ersetzt zu werden, die in grausamen Überfällen beschafft werden. Aber fangen wir am Anfang an. Der Weltkrieg der Ameisen kostet jeden Tag Millionen Leben. Aber in der brutalen Welt der Ameisen herrscht nicht einfach nur Krieg. Etwa 50 Ameisenarten betreiben Sklaverei, die extremste Form der Arbeitsteilung. Wir wissen nicht, wie das genau begann. Aber einige Ameisenarten haben diese grässliche Herrschaftsform geradezu perfektioniert. Polyergus zum Beispiel, die extremsten der Sklavenhalterinnen-Ameisen. Es gibt verschiedene Spezies, aber generell sind sie 4 bis 10 mm lang mit braunem bis schwarzem Körper und sichelförmigen Mandibeln. Polyergus hat sich so stark auf die Sklaverei spezialisiert, dass sie verlernt haben, für sich selber zu sorgen. Sie putzen nicht, bauen keine Nester, kümmern sich nicht um ihre Brut, füttern sich nicht mal selber. Sie leben nur, um zu plündern. 80 bis 90% der Ameisen in ihren Kolonien sind Sklavinnen. Wenige hundert Polyergus-Ameisen und eine einzige Königin beherrschen also tausende Sklavinnen-Ameisen. In einer unglaublichen Geschichte werden wir hier vereinfacht zusammenfassen, was über Polyergus bekannt ist. Mehr Informationen dazu findest du in den Quellen. Werden wir jetzt also Zeugen der grausamen Banalität der Natur. Der Raubzug. Alles beginnt eines schönen Sommermorgens auf einer sonnigen Wiese. Hier baut eine Kolonie von über 10.000 Formica-Ameisen, genetisch eng mit Polyergus verwandt, gerade ein prächtiges unterirdisches Nest. Sie sind eine weit verbreitete Gattung. Manche Arten sind gute Kriegerinnen, andere begnadete Baumeisterinnen oder Viehbäuerinnen. Oft geschätzt von Menschen, weil sie auf Schädlinge Jagd machen. Niemandem ist die eine einsame Polyergus-Späherin aufgefallen, die am Morgen kurz aufgetaucht ist und sofort wieder verschwand. Am frühen Nachmittag geht der Raubzug los. Die Späherin ist von ihrer Mission, Formica-Nester ausfindig zu machen, zurückgekehrt. Wie wild tanzt sie herum und verteilt dabei Pheromone, die mehr und mehr Ameisen anstacheln. Das setzt eine Massenrekrutierung in Gang, bis sich ein großes Überfallkommando aus 1000 Kriegerinnen gebildet hat. Eine dicht gepackte, straff organisierte Kolonne von bis zu 10 Metern Länge setzt sich in Bewegung. Kaum hat das Polyergus-Überfallkommando die Formica-Kolonie erreicht, beginnt auch schon der Angriff. Dutzende Kriegerinnen legen den Nesteingang frei, um besser hineinzustürmen. Die Verteidigung, hervorragende Kriegerinnen, die sogar mit Säure schießen können, ist den Angreiferinnen zahlenmäßig eigentlich weit überlegen. Aber anstatt sich zur Wehr zu setzen, scheinen sie verwirrt zu sein und zerstreuen sich. Außerdem scheint Polyergus eine gewisse Resistenz gegen den Säureregen der Verteidigerinnen zu haben. Selbst wenn sich eine Abwehr bildet, können die Angreiferinnen die Formica-Ameisen also trotzdem mit ihren Mandibeln durchbohren und töten. Es gibt verschiedene Theorien, wieso Polyergus-Angriffe so effizient sind. Eine der faszinierendsten ist die chemische Kriegsführung. Anstatt sich nur auf ihre Schlagkraft zu verlassen, setzen die Ameisen ein Propagandapheromon frei, das die Abwehr in Panik versetzt, unfähig, irgendeine organisierte Verteidigung aufzustellen. Den Angreiferinnen würde eine schwere Schlacht, Ameise gegen Ameise, nichts außer immensen Verlusten bringen. Ihr wahres Ziel ist es, ihre Opfer am Leben zu lassen, um sie in ein paar Wochen erneut zu überfallen. Der Überfall geht weiter und die Angreiferinnen dringen tief in die Kolonie ein und suchen nach dem wertvollsten Gut, dem Nachwuchs. Sie schnappen sich die Puppen und Larven, aus denen die nächste Generation Formica-Ameisen entstehen wird, und tragen sie aus dem Nest. Allein in diesem Überfall werden Hunderte von ihnen entführt und in die Polyergus-Kolonie verschleppt. Naja, die meisten. Die größten Pechvögel dienen gleich als Snack. Die Überlebenden werden versklavt. Nach etwa einer Stunde ist der Angriff vorbei und die Formica-Ameisen können sich langsam wieder erholen. Es scheint, als wäre ihre einzige Strategie, sich noch stärker zu vermehren. Eine Kolonie von anständiger Größe kann bei einem einzigen Angriff tausende Puppen verlieren und trotzdem überleben. Wobei hier während des Angriffs unbemerkt noch etwas viel Fieseres geschehen ist. Aber dazu kommen wir später. Denn wie machen Polyergus-Ameisen überhaupt zu Sklavinnen? Gehirnwäsche für Ameisensklaven.
Vor über 100 Millionen Jahren haben Ameisen fast den ganzen Planeten bevölkert. Ihren Erfolg verdanken sie der Tatsache, dass sie soziale Tiere sind, die chemische Kommunikation perfektioniert haben. Durch chemische Botenstoffe wissen Ameisen, was ihre Kolonie braucht und was jeder Einzelne dafür tun kann. Und in unserem Fall am allerwichtigsten, wer Freund ist und wer Feind. Sklavenhalterinnen-Ameisen sind dabei viel weniger sozial als andere Ameisenarten. Im Vergleich zu anderen fehlen manchen Arten viele der Gene, die Kommunikation erst ermöglichen. Sie sind quasi schlecht darin, miteinander zu reden. Es könnte sein, dass die Vorfahren von Polyergus ihre Fähigkeit zur produktiven Zusammenarbeit in dem Moment verloren haben, als sie damit begannen, andere Ameisen zu entführen. In der Sklavinnenkolonie angekommen, wird der Formica-Nachwuchs immer wieder mit Polyergus-Pheromonen bedeckt. So wird er chemisch geprägt, ähnlich wie ein Entenküken, das direkt nach dem Schlüpfen eine Prägung auf seine Mutter erfährt. Nach dem Schlüpfen verstehen sich die neuen Sklavinnen als Teil der Polyergus-Kolonie und arbeiten bedingungslos für sie, säubern das Nest, kümmern sich um die anderen Sklavinnen und Herrscherinnen, gehen auf die Jagd und die Sklavinnen füttern ihre Unterdrückerinnen selbst von Mund zu Mund. Die Gehirnwäsche geht sogar so weit, dass die Sklavinnen freie Formica-Ameisen, die sie in der Wildnis antreffen, als Feinde ansehen. In gewisser Weise sind die gar nicht wirklich Sklavinnen, denn sie dienen bereitwillig und zeigen kein Interesse, frei zu sein. Es ist eher eine Entführung mit Gehirnwäsche, aber das macht das Ganze auch nicht wirklich besser. Und da Formica-Ameisen nur wenige Monate leben, wird ständiger Nachschub an Opfern benötigt. Wollen sie überleben, kann Polyergus die Sklaverei also niemals abschaffen. So entstehen neue Sklavenkolonien. Aber wie entstehen eigentlich neue Polyergus-Kolonien? Immerhin sind die Polyergus-Arbeiterinnen so nutzlos, dass eine Königin ohne Sklaven gar keine neue Kolonie erbauen kann. Nur, wie soll sie ohne Kriegerinnen an Sklavinnen kommen? Dafür gibt es zwei Hauptstrategien. Die gefährlichere spielt sich zum Beispiel während eines Überfalls, wie wir ihn vorhin erlebt haben, ab. Heimlich folgt eine junge Polyergus-Königin dem Überfallkommando. Das Chaos der Invasion gibt ihr Deckung. So gelangt sie zur Formica-Königin und kann diese töten, wodurch die fremde Königin die angeschlagene Kolonie übernimmt. Allerdings kann so ein Triumph nur von kurzer Dauer sein. Polyergus-Ameisen dulden keine anderen Sklavinnenkolonien in ihrem Jagdrevier. Sie überfallen sich auch gegenseitig auf das Heftigste und können nahegelegene, rivalisierende Kolonien zerstören. Diese Taktik kann also funktionieren, ist aber sehr riskant. Eine andere junge Königin wählt eine andere Strategie. Sie sucht sich eine Formica-Kolonie, die weiter weg von ihrer Heimat liegt. Im Alleingang nimmt sie es mit einer ganzen Kolonie auf. Sie donnert durch einen der Eingänge, schiebt irritierte Ameisen, die sich ihr in den Weg stellen wollen, einfach zur Seite und entlässt ein starkes Beschwichtigungspheromon, das die Verteidigung vertreibt. Sie hat nur wenig Zeit, die Formica-Königin tief im feindlichen Nest aufzuspüren. Hat sie ihr Ziel erst gefunden, bekämpfen sich die beiden Königinnen auf Leben und Tod. Mit ihren spitzen Mandibeln ist die Polyergus-Königin bestens bewaffnet. Etwa eine halbe Stunde lang zerbeißt und zerreißt sie ihr Opfer, bevor sie sich beruhigt. Zwischendurch leckt sie immer wieder den mit chemischen Stoffen bedeckten Körper der toten Formica-Königin ab, um sich mit deren Pheromonen zu tarnen. Ist sie fertig mit diesem makabren Ritual, kommen die Formica-Arbeiterinnen herbei. Durch den intensiven Geruch gezähmt, pflegen und füttern sie ihre neue Herrscherin so, als würden sie ihr den Treueeid leisten. Ganz geschafft hat sie es vielleicht aber noch nicht. Formica-Kolonien haben oft mehrere Königinnen, die sie alle besiegen muss. Und es ist ganz und gar nicht sicher, dass sie das schafft. Oft stellt sich der angreifenden Polyergus-Königin eine geschlossene Front von Arbeiterinnen in den Weg, die die Königin in Stücke reißen. Oder sie verliert den königlichen Kampf. Gelingt es ihr aber, alle Königinnen zu töten, hat sie die Kolonie erfolgreich eingenommen. Und die versklavte Brut dient der neuen Herrscherin, der Thronräuberin. Diese beginnt jetzt Eier zu legen, welche von ihren Sklaven gepflegt werden, bis neue Polyergus-Ameisen schlüpfen und schon bald andere Kolonien in der Umgebung überfallen werden. Während wir Menschen so unsere Wege gehen, tobt unter unseren Füßen im Stillen der Weltkrieg der Ameisen, in dessen heftige, schreckliche Strategien jeden Tag Milliarden Individuen verwickelt sind.
Poliergus wird weiterhin Jagd auf künftige Sklavinnen machen. Denn mit den Raubzügen aufzuhören, würde ihren Tod bedeuten. Im Krieg der Ameisen kann keiner klein beigeben.